Hi Ladies! Charlotte hat mich gebeten, für Sie ein Dirndlkleid-Outfit zusammenzustellen, weil demnächst in Stuttgart die Vasen wieder beginnen und sie genau das Outfit braucht, was sie sich gewünscht hat. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Gefallen getan. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und ihr zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details zu den Sales, damit ihr nichts verpasst. Charlotte hat schon länger ein Dirndl gesucht, was klassisch und modern ist. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid herausgesucht, was genau diese Wünsche von Charlotte unterstützt. Und zuvor noch der Hinweis, Charlotte hat gesagt, sie hat derzeit nicht so viel Geld, deswegen soll es nicht so teuer sein. Und genau das habe ich hier erfüllt, denn es ist ein Dreiteiler. Ihr müsst nicht extra die Bluse, die Schürze und das Kleid kaufen, sondern hier bei diesem Kleid habt ihr gleich alles zusammen. Und da fange ich gleich an bei der wunderschönen klassischen weißen Bluse, denn die ist dabei und macht euch wirklich richtig schick. So schick, dass kein Mann und auch keine Frau die Augen von euch lassen kann, weil ihr seht ja ein wunderschönes Dekolleté, was hier gezaubert wird. Und wie man das mit den Accessoires nochmal richtig gut unterstützen kann, erfahrt ihr gleich, aber zuvor noch zur Schürze. Denn, obwohl vielleicht vorher noch zum Kleid, das Kleid ist in einem wunderschönen dunklen Moos-Olivgrün gehalten. Somit ist es erstmal zeitlos, dieses klassische von damals. Und durch diese schwarze Schürze, die jetzt einfach oben drüber gewunden wird, ist es ein wunderschöner Kontrast. Und insgesamt mit diesem modernen Schnitt habt ihr eine Figur. Oder anders gesagt, da bekommt jede Frau eine Figur damit, die sich sehen lassen kann. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr es auf der Schürze, auch wunderschöne Ton in Ton von diesen Moosgrün auf den Schwarz Verzierungen und Zierennähte sind, die das Ganze nochmal in die letzten Ecken und Details richtig schick ja, daher machen. Und wer sich jetzt fragt, ja, welche Seite jetzt nun die Schleife tragen der Schürze, das erfahrt ihr in einem anderen Video. Hier gehe ich jetzt wirklich auf das wunderschöne Outfit drauf ein. Und hier habt ihr, oder Charlotte besser gesagt, ein Kleid, was wirklich schon mal genial ist und euch ja in einer Figur dastehen lässt, ja, wo sich die Männer danach wirklich die Hände lecken werden. Aber um das Ganze jetzt nochmal richtig aufzupimpen, dass wirklich keiner mehr die Augen von euch lassen kann und ihr im Mittelpunkt steht, empfehle ich euch zu diesem Kleid, also zu dieser Bluse, einen Push-Up-BH genau für Dirndl zugeschnitten. Und dieser BH hat den Vorteil, dass grundsätzlich eure Brüste und das Dekolleté schon mal so zurechtgerückt werden, dass es erstmal perfekt sitzt. Und auch durch den BH selber und diesen Push-Up habt ihr eine Form, dass wenn ihr das Kleid in die Bluse anzieht, nichts mehr extra verrücken müsst oder sonstiges, sondern es sitzt und fertig und sieht wunderschön aus und zaubert euch das Dekolleté, was jeder gerne haben will. Und ja, was fehlt denn hier noch? Ganz klassisch das Halsband, auch genannt Kopfband. Und hier würde ich euch was ganz Klassisches empfehlen. Versucht hier vielleicht nicht irgendwie bling bling zu machen, sondern hier das klassische Samt, schwarz, nicht zu breit, nicht zu dünn und dann am besten eine Edelweiß-Manschette oder auch was anderes, aber vielleicht so in Silber gehalten, das reicht vollkommen, um hier nochmal quasi das I-Pünktchen aufzusetzen und dass man auch wirklich sieht, das ist ein Dirndl. Das ist ein wunderschönes Dekolleté, weil es ist der Blickfang von einer Frau. Und wenn man das komplett dann ansieht, mit dieser wunderschönen Taille, der Rock, der wunderschön fällt und die Blume, man kann sich darin einfach wirklich nur verlieben. Aber ein was war mir noch wichtig und auch Charlotte, denn ihr wisst selber, wenn man auf ein Frühlingsfest geht oder Oktoberfest, man ist extrem lange und viel unterwegs und tanzt ja auch noch. Das heißt, ein bequemes Schuhwerk muss her, was genau zu diesem Kleid passt. Und da würde ich euch so einen Pump beispielsweise von Gabor empfehlen, weil A, hier ist das Material erstmal so verarbeitet und auch die Höhen, damit ihr wirklich ewig damit rumlaufen könnt und keine schmerzenden Füße bekommt und trotzdessen wunderschön an euch aussieht, euch einen extrem schicken Fuß zaubert und natürlich noch ein ewig langes Bein, damit wirklich das komplette Outfit daherkommt wie ein Traum. Also
Ich liebe Dirndlkleider und ich liebe es auch, solche Frauen darin anzusehen. Leider gibt es das nicht so oft und alltäglich, vielleicht aber auch genau deswegen. Und wenn ihr nicht alltäglich was anzieht, sondern nur beispielsweise in Frühlingsfesten, dann macht euch raus, denn das ist es. Und ihr erlebt diesen Tag auch wirklich, ja, ganz anders und viel abendberaubender. Und wenn ihr wie Charlotte auf euch zugeschnitten so ein wunderschönes Outfit haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?